Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Toll Run. Und ja, in der letzten Folge haben wir den vierten Boss besiegt und sind nun, gestorben. Das ist weniger gut, weil jetzt dürfen wir alles nochmal machen. Weil diese blöden Stacheln einen Haufen Damage gemacht haben. Aber kein Problem, das holen wir alles schnell wieder auf. So. Also wie gesagt, in der letzten Folge haben wir den vierten Boss-Gegner besiegt. Beim dritten oder vierten Versuch mal wieder. Und danach hatten wir ein kleines Gespräch mit Hugo, der kurz darauf von Dallas geschnappt wurde. So. Hier durch und jetzt hier nochmal die Truhe plündern. Au. Ich sagte, die Truhe plündern und nicht bei euch auf die Nase bekommen. Genau, ihr kriegt von mir nämlich auf die Nase. So. Und die SP holen. Und jetzt mache ich den Easy Mode. Ich porte mich einfach zur letzten Statue zurück. Oh, wir haben nicht mehr so viele Statuen vor uns. So, von den SP können wir uns jetzt auch endlich die Drop Rate holen. So, und von den restlichen. Ach, holen wir uns mal das da, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Stun-Effekt können wir nicht mehr. Statusresistenz, also schlechte Statusresistenz erhöhen. Also die Resistenz gegen Debuffs, besser gesagt. So. Wir haben leider nichts davon mitgekriegt, dass Dallas Hugo geschnappt hat. Das werden wir leider erst später herausfinden. Was er mit Hugo angestellt hat. Ja. Aua. Ich hasse diese Stelle. Diese Stacheln sind so gemein. Seht ihr das? Oder ich habe einfach keinen Skill. Ja, ich schieb's auf den Skill. Nein, ich schieb's auf die Stacheln. So. Machen wir das Ganze mal auf die Weise. Hier durch. Und die beiden weg. Und die noch weg. Dann geht's hier drüben endlich mal weiter. Na komm. Diese kleinen Viecher sind nur nervig, aber sie geben wenigstens ein Level ab. So, ich habe mal das Gefühl, da oben geht's weiter, aber wir wollen erstmal hier lang, oder? Jupp. Obwohl, nee. Das hier ist der Rückweg eigentlich. Aber töten wir die beiden trotzdem noch. So. Von da oben kommen wir nämlich wieder zurück. Euch bringen wir schnell kaputt. So. Und hier gibt wenigstens ein paar Heilkräuter. So. Hier müssen wir lang. Genau. Erstmal hier alles ausschalten. Ey. Durch mich durchrushen ist aber nicht die nette Art. So, einfach mal alle aus dem Weg klopfen. Hier müssen wir nämlich aktivieren, dann geht hier die Luke auf. Beziehungsweise senkt sich der Boden ab. Verrückte Dämonenkonstruktion. Naja, Dämonen sind wahrscheinlich nicht intelligent genug, sie an einem Hebel zu ziehen. Deswegen müssen sie sich auf einen Schalter draufstellen.
Und ja, jetzt sind wir hier unten, wo wir hin wollen eigentlich. Nämlich da oben die Viecher, die rot leuchten, platt machen. Und uns nicht von ihnen platt machen lassen. Sondern einfach mit der Dämonenklaue sie wegpusten. So. Kiste ist frei. Und die Barriere ist weg. Wo wir vorhin falsch abgebogen sind. Und wir kriegen eine Roderfrucht. Alles damit die kleinen Rosen glücklich werden. Lassen wir uns fast töten für eine Roderfrucht. So, weg mit euch. Und jetzt können wir wieder hier oben lang. Ach, die nehmen wir noch mit. Dann kriegen wir nämlich gleich wieder ein Level. Und auf jeden Fall ziemlich viel SP. So, genau, ein Level für uns. Jetzt müssen wir da oben links weiter. Und der eine ist in sein Verderben gestürzt. Weg mit dir. Und jetzt gehen hier die Stacheln runter und das eine Ding macht wieder das, was ich ganz und gar nicht mag. Au. So, hier rüber. Ah, da sind wir wieder. Mir ist gerade mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert, warum auch immer. Naja, kann passieren, aber wir sind immer noch an derselben Stelle, wo wir gerade eben waren. Nur dass die Gegner jetzt weg sind, also habt ihr nicht wirklich was verpasst. Gehen wir einfach weiter und tun so, als ob nichts passiert ist. Hier hoch. Und hier außen rum. Und da haben wir schon unseren Rohfreund, mit dem wir sprechen können. Du musst dieser nette Mensch sein, von dem ich gehört habe, der uns Roderfrüchte gibt. Ich habe hier auf dich gewartet, in der Hoffnung, dass du hier vorbeikommst. Ich denke nicht, dass ich dir sagen muss, was ich will. Ja, der Roder scheint hungrig zu sein. Schamlos. Direkt und auf den Punkt gebracht. Das mag ich. Ja, geben wir ihm die Roderfrucht. Okay. Ich danke dir. Ich schwöre, ich könnte dich jetzt gerade küssen. Oh, stimmt. Ich sollte dir etwas zum Dank geben. Das ist der Weg, das ist die Art von uns groß. Und wir haben eine Phantom. Hätte eine Rüstung gekriegt. Rüstung von Dämonen gemacht. Wie immer stehe ich in eurer Schuld. Danke. Oh, gern, sehr gern geschehen. Du siehst wie eine richtig nette Person aus. Wenn ich nur eine Frau wie dich finden könnte, wäre ich so glücklich. Ja. Nein. Wie auch immer. Wir haben dem Rohr auf jeden Fall die Roderfrucht gegeben und dafür eine neue Rüstung bekommen. Sehr praktisch. Und jetzt versuchen wir mal den Weg weiterzufinden. Durch diese blöden Fische durch. Au. So, du auch weg. Und du auch weg. Und hier unten müssen wir gar nicht lang. Sondern hier oben.
Ah, und die Fähigkeit sollten wir ändern. So. Sehr gut. Da unten müssen wir lang, wenn wir runtergefallen sind. Dort können wir runterfallen, das will ich aber noch nicht. Erstmal müssen wir nämlich hier lang. Und nein, da mag ich nicht runterfallen. Oh Gott, ganz viele Kugelfische. Oder Elektrofische. Ja, stellt euch schön auf einen Haufen. Auch wenn ihr mir dadurch mehr Schaden machen könnt. Was ich bekomme, wenn ich mich heile, ist viel besser. So. Alles geschnappt. Und hier haben wir den scharlachroten Schlüssel. Oder den blutroten Schlüssel. Ne, ich glaube Scarlet ist scharlachrot. So. Jetzt müssen wir hier zurück. Und kriegen noch einen Level Up. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier oben lang. Erstmal warten, bis du hier deine Hausstauballergie klarkommst. Ach, und jetzt können wir uns mal hier runterfallen lassen. So, euch ausschalten. Weil hier oben gibt es, glaube ich, was. Genau. Ah ja, der letzte Topaz, glaube ich, ist das. Mal kurz gucken. Ja, das war der letzte Topaz. So. Hat sich's nochmal gelohnt. Ich bin hier raus. Ich will nicht in dieser Brühe sterben. So, hat sich's nochmal gelohnt. Da oben müssen wir lang, soweit ich weiß. Deswegen. Ach, hier unten ist ja nur eine. Ah ja, Heilkräuter sind auch gut. Den einen Fisch können wir ignorieren und dann können wir hier oben gucken, dass wir weiterkommen. So, dich ausschalten. Und euch ignorieren wir einfach mal. Du kannst mit deinem Staub wegbleiben und ab durch die Tür. Ah ja, jetzt sind wir wieder bei den Jungs hier. Weg mit euch. Weg mit dir. Bevor du wieder mit deinem Staub kommst. Ah, die halten einiges aus, die Jungs. Beziehungsweise die können gut einstecken. Ah, und die machen ihre blöden. Das ist sehr kontraproduktiv mit dem Trampolin hier. So. Und man merkt, es geht immer weiter nach oben. Ah. Hier, Dämonenklaue für euch. Ja, jagt euch gegenseitig in die Luft. Schön wäre das. Gut, und raus hier. Auf den Balkon. Und ja, wir sind schon ziemlich hoch, wie man merkt. Hier weiter. Durch den hier durch. Und die ignorieren wir einfach mal, denn wir müssen, glaube ich, hier lang, ja. Für die Gegner muss ich ja wieder die Glocken ausrüsten.
So. Hier weiter. Und die hier ausschalten. Damit wir die Statue befreit bekommen. So. Statue ist frei. Und wir können hier speichern. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.